Das ist Coco. Coco war eine bemerkenswerte Gorilladame, die am 4. Juli 1971 im San Francisco Zoo geboren wurde. Eines Tages kam die Forscherin Dr. Francine Patterson an Cocos Gehege vorbei und sah Cocos faszinierende Verhaltensmuster. Sie erkannte das Potenzial von Coco und beschloss, mit ihr zu arbeiten. Sie begann, Coco die American Sign Language, auch Gebärdensprache, beizubringen. Mit Hilfe von Gebärden sollte Coco lernen, sich mit Menschen zu verständigen. Im Laufe der Jahre entwickelte Coco eine bemerkenswerte Kommunikationsfähigkeit. Sie konnte über 1000 verschiedene Gebärden verwenden und sogar ganze Sätze bilden. Cocos außergewöhnliche Fähigkeit erregten weltweit Aufmerksamkeit. Cocos Geschichte diente als Symbol für den Artenschutz und die Notwendigkeit, bedrohte Arten wie Gorillas zu schützen.